Hallo zusammen, heute möchten wir euch wieder ein bisschen Einblick in den Werkstattalltag geben. Für uns ganz wichtig, unser Schwerpunkt liegt ja in der Kompletterarbeitung, Überholung, Restauration von alten Mercedes-Benz. Heute möchte ich euch daher gerne unsere Motorenrevision vorstellen. Wir haben heute zwei Motoren für euch aufgebaut. Beide Motoren sind 190 SL Motoren. Wir haben hier für euch unterschiedliche Fortschritte dargestellt. Wir haben hier hinten einen Motor, den wir bereits überholt haben. Das heißt, der Brennraum wird gebohrt, gehohnt, es kommen neue Kolben rein, Bläulstangen etc. Das heißt, ihr seht hier den Motorblock mit bereits der Kurbelwelle verbaut. Dieser Motor wird für den Kunden als Rennmotor aufgebaut. Das ist eine große Besonderheit, die wir haben. Dieser Motor wird nachher mindestens 40% mehr Leistung haben als das Serienaggregat. Als nächstes stelle ich euch den nächsten Schritt vor. Hier sehen wir einen Serien 190 SL Motor, dessen Block, das schwarze hier, bereits überholt ist und wir den Zylinderkopf schon draufgebaut haben. Bei diesem Motor haben wir ihn bereits auf dem Prüfstand aufgebaut und werden ihn dann in Betrieb nehmen. Das heißt, wir werden auf diesem Prüfstand die wichtigsten Motorfunktionen prüfen und Einstellungen vornehmen können, bevor er wieder verbaut wird.